Moin meine geilen Schütti, herzlich willkommen zu einem weiteren Tierquiz. Heute mit unseren Schweinchen Christian, Äffchen Peter und Esel Dennis. Wow, das habt ihr sehr gut gemacht. Wir sollten das in Zukunft häufiger machen. Ja, aber schwierig wird es bei so Sachen wie Delfin oder so. Ja. Das war gar nicht schlecht. Ich glaube, das fand ich auch gar nicht so bad. Oh Gott. Was war das denn? Das war gerade absolut. Ich trete auf eine Katze. Du musst die Tiere anhand der Laute erraten, die jeder macht. Oder so. Ja, schön. Dann mache ich nicht den Boss. Esel. Ah, nee, oder Seehund. Okay. Ja, ihr bekommt wieder Attribute von Tieren genannt hier in diesem wunderschönen Tierquiz. 5 Stück sind es insgesamt, also 5 Tiere, die ich haben möchte. Das sind dann halt Größe, Gewicht, irgendwelche Besonderheiten des Tieres. In der Zeit könnt ihr buzzern und bei einer richtigen Antwort des Tieres kriegt ihr 3 Punkte, bei einer falschen kriegen die anderen 1 Punkt. Und wenn ich quasi alle Daten genannt habe, dann wird quasi so der Buzzer geschlossen. Dann tippt ihr einfach ein Tier ein. Wenn das richtig ist, gibt es einen Punkt. Wenn es falsch ist, kriegen die anderen keinen Punkt. Also da ist egal. Also ihr tippt dann einfach was ein, wenn die Frage geschlossen sein sollte. Später gibt es noch ein paar Schätzfragen. Da gibt es jeweils einen Punkt für und noch 2 Bilderrätsel. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Indem wir das erste Tierchen haben. Ja? Das erste Tier ist ein Säugetier. Okay. Wir haben dort eine Lebenserwartung von 20 bis 45 Jahren. Gewicht ist 150 bis 300 Kilogramm. Größe 1,9 bis 4 Meter. Also ist die Größe eigentlich die Höhe oder die Länge? Ja, genau. Ist halt immer die ja, mich würde auch die Schulterlänge, also eine Seite des Tieres ist 1,9 bis 4 Meter lang. Redet man da ungefähr, weißt du, wie bei so einem Hund? Ist das Schulterhöhe oder wäre der Kopf da auch noch mit bei? Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, okay. Wie groß das Tier ist. Also ja, wie hast das du gerade da gesagt, eine Seite ist bis zu 4 Meter lang bei dem Tier? Ja, 1,90 bis ja, 4 ja Meter. Ja, ist ja so. 1,90 bis 4 Meter, ja. Also keine Ahnung, ein Elefant kann ja auch 4 Meter lang sein. Ach so, eine Seite so 4 Meter lang, ja, okay, nee, verstehe ich. Also, ja, hab ich verstanden. Also eine der Seiten, egal ob es jetzt Höhe oder Breite oder Länge ist. Ich 4 Meter. Größe. Hier steht Größe. Geschwindigkeit bis zu 40 km/h. Ui. Es handelt sich dabei nicht, also noch nicht, um eine gefährdete Art. Wir haben Besonderheiten. Na? Alle 2 Stunden stößt es die oberen Hautzellen ab. What? What? Wir reden hier von einem bis zu 4 Meter lang, bis zu 300 Kilo schweren Tier, was 40 km/h erreichen kann. What the fuck? Ja, und hast du da laufend seine Haut abstößt? So, also das ist doch eher ein Reptilien-Ding. Das hast du gerade wunderbar zusammengefasst nochmal. Aber Reptilien-Ding passt ja zu Säugetieren. Kannst du das mit der Haut nochmal sagen? Also die stößt die alle 2 Stunden die oberen Hautzellen ab. Also das schon. Oh! Ja, Christian? Das ist bestimmt ein Bär. Die schubbeln sich doch immer so. Und okay. Nein. Ach, komm. 4 Meter Bär. Ja, ein Riesengrizzlybär. Ja, Bär ist nicht. Ja. Die, ich gebe euch noch einen weiteren Tipp, ja. Eine Gehirnhälfte bleibt im Schlaf immer wach. Oh, das ging schnell, Dennis. Ein Delfin. Ja, korrekt! Sinn. Delfin ist absolut korrekt. Der Delfin bleibt im Schlaf oder eine Gehirnhälfte bleibt immer wach. 15 Tage kann ein Delfin auch ohne Schlaf auskommen. Hat immer ein Auge offen beim Schlaf. Weibchen leben länger als Männchen, weil sie weniger aggressiv sind. Und die können bis zu 300 Meter tief tauchen. Ja. Jagen in Gruppen mit Schallimpulsen oder Blubberblasen. Also da spätestens. Da wäre ich immer bei dem Bär gewesen. Hallo? Blub. Also. Ah, links. Das war auf jeden Fall stark. Der blubbt so einen komischen Dialekt, ey. Okay. Na, pass mal auf, ja. Jetzt haben wir das nächste Tier. Ja. Das handelt sich auch wieder um ein Säugetier. Wir haben eine Lebenserwartung, diesmal nur von 12 bis 18 Jahren.
Wir haben den Lebensfeind, ja, das ist der Mensch. Was sonst? Gewicht 100 bis 306 Kilogramm. Aber nur der Mensch? Ja. Also unter anderem, keine Ahnung, ob es jetzt gerade noch mehr gibt, aber hier steht nur Mensch. Okay, sorry. Und ja, dann, die, wie schwer war das Ding? 100 bis 306 Kilogramm. Alter. Oh, 306. Na, 306 ist wichtig. Größe 215 bis 300 Zentimeter. Kopfrumpflänge. Guck mal, Peter. Und 1,24 Meter Schulterhöhe. Guck mal, jetzt hast du genau, jetzt hast du wirkliche genaue Angaben bekommen. 1,24 Meter Schulterhöhe? Geschwindigkeit bis zu 60 km/h. Oh, da ist der Brammen. Ich sag ein Bär. Der Bär ist absolut falsch. Okay. Also nicht absolut, aber es ist nicht das gesuchte Tier. 60 km/h wäre halt auch ein richtig krasser Bär. Das stimmt tatsächlich. Also. Es handelt sich aber, wenn der Honig sieht. Wenn die den Berg runterrennen, was die ja angeblich nicht können, dann fangen die an zu den Rollmodus und dann, ja. Also Winnie Pooh war auch schon 60 km/h schnell, haben wir auch schon gesehen. Gefährdete Art. Ja. Es handelt sich dabei um eine gefährdete Art. Die Eckzähne dieses Tieres können bis zu 7 cm lang werden. Oha. Christian. Der Tiger. Hat das dich jetzt eher, also hat an dich die Eckzähne jetzt darauf so gebracht, oder? Ja, ich war so bei Tiger-Löwe bisher. Und ich habe mich jetzt einfach für den Tiger entschieden, weil der bestimmt gefährdeter ist als der Löwe. Ah, sehr gut. Das ist korrekt. Was? Tiger ist absolut korrekt. Stark. Dann haben wir noch gepolsterte Sohlen, meist nachtaktiv, Einzelgänger und sonst, ich? Ja. Also Einzelgänger, da wäre wahrscheinlich dann der Löwe raus gewesen. Ja, gepolsterte Sohlen. Lange Nacht. Dann geht's jetzt mal weiter. 1,24 Meter Schulter. Aber Kopfrumpflänge waren hier aber, bis 3 Meter. Aber krass, also 1,24 Meter ist ja schon tiefer, als ich dachte, wenn ich mir das hier mal so irgendwie so versuche anzugucken. Ich dachte, also wenn du mal im Zoo bist, die sind ja riesig. Krass, ja, Tiger sind richtig so groß. Ich würde jetzt gerne eine genauere Bezeichnung des Tieres haben. Okay. Bei dem nächsten. Also direkt nicht Vogel, sondern Schwalbe. Korrekt. Schwalbe. Das ist absolut korrekt, lieber Peter. Wir haben hier eine Lebenserwartung bei dem nächsten Tier von 25 bis 30 Jahre. Feinde haben wir wieder den Mensch. Gewicht, Bär. Je nach Geschlecht, 150 bis 800 Kilogramm, wobei ich mich tatsächlich wundere. Das ist aber ein... Die Range ist ganz schön sehr groß. Große Range, ja. Ja gut, das hast du aber auch bei Menschen, ja. Da kannst du ja auch 50 bis 250 Kilogramm haben. Also, aber dann ist... Naja. Größe, je nach Geschlecht auch wieder 1,90 Meter bis 3,40 Meter Kopfrumpflänge. Und bis zu 1,60 Meter Schulterhöhe. Also auch nicht so klein. Geschwindigkeit bis zu 40 km/h. What? Ja, es handelt sich hierbei auch um eine gefährdete Art. Hat Kommen wir zu den Besonderheiten. Mit Säugetieren angefangen? Glaube nee, nicht. Ich habe nicht mit Säugetieren angefangen, nee. Besonderheiten, ja, wir haben hier 42 Zähne. Roberto nur Blanco. Echt. Nur echt mit 42 Zähnen. Fünf nicht einziehbare schwarze Krallen an jeder Pfote. Fünf? Aha. Es ist das zweitgrößte an Land lebende Raubtier der Erde. Oh. Okay. Oh, weil, was heißt denn? Raubtier heißt ja einfach nur, das jagt seine Beute und macht die kaputt. Können aufgrund des guten Geruchssinns Beute in einer Entfernung von über 1 Kilometer erschnüffeln. Was? Möp, Emma. Benötigen ungefähr 2 Kilo Speck pro Tag, um die Fettreserven aufzufüllen.
Jetzt kommt nicht Bär, Emma, oder? Christian, oder? Jetzt kommt Bär. Ich bin auch die ganze Zeit beim Bär, das macht mich irre. Was ist denn das zweitgrößte Raubtier? Grizzlybär wird leider nicht gesucht. Ja, 800 Kilo ist auch ganz schön schwer, glaube ich. Das ist wirklich der Rollmodus. Okay, Bram? Der Eisbär. Der Eisbär. Lateinischer Name Ursus Maritimus. Korrekt? Boah, es ist auch noch ein Bär. Oh es Mann, ist der Eisbär tatsächlich. Ich hätte noch ein paar Lebensformen genannt, sowas wie Einzelgänger, tagaktiv. Irgendwann wäre dann auch guter Taucher, Schwimmer und Wanderer gekommen. Vielleicht wäre dann der Punkt gewesen, wo ihr gesagt hättet, das ist der Eisbär. Ja, Taucher auf jeden Fall. Eine Robbe. So, jetzt wieder auch nicht Vogel, sondern Schwalbe. Als nächstes. Ach so. Steht, by the way. Also Bär würde ich halt nicht durchgehen lassen, sondern ich möchte halt ein bisschen mehr. Aber mein Blick war gerade wirklich so, what the fuck, was will der denn jetzt von mir? Wir haben noch den Zwischenstand, ist gerade Christian 4, Peter 3, Brammen 8, also ihr seid echt stark aktuell in der, schon in der Ratesektion, ja, krass. Okay, viertes Tier, Lebensraum, Sri Lanka, Indien. Also der natürliche Lebensraum. Eine Kuh. Lebenserwartung über 20 Jahre. Stich. Passt immer noch. Passt, ja. Peter denkt nicht an eine Kuh. Feinde. Tiger oder Leopard? Ich glaube, das ist keine Kuh, Bram. Ah? Ja, doch, Tiger kann auch eine Kuh bleiben. Also Tiger wird doch schon eine. Ja, aber das ist ja. Ernährung. Grassamen, Insekten, Früchte, kleine Säugetiere, Kriechtiere. Jetzt kommt das Ausschlusskriterium für die Kuh. 2,7 bis 5,4 Kilogramm Gewicht. Wow. Also, scheiße, Kuh das wirkt ein bisschen leicht. Ja, ein bisschen. Ich dachte, die waren so ein Waran oder so, aber... Größer. Nochmal, wie schwer? Entschuldigung. 2,4 bis 5? 2,7 bis 5,4 Kilo. Okay, 5 Kilo. Größe 95 bis 115 Zentimeter. Jetzt kommt der beste Tipp von allen. Geschwindigkeit unbekannt. Hä? Keine Ahnung. Ja, Peter, ist klar. Faultier. Das ist einfach das, was ich sage. Bewegt sich nicht, deswegen wissen wir nicht, wie schnell es ist. Das ist voll klug. Oder es bewegt sich schneller, als wir messen können. Wir wissen es noch nicht. Das ist auch geforscht. Ich dachte, ich wollte ja den genauen Namen haben. Ja gut, ja, genauer weiß ich leider nicht. Ja, es gibt doch das 14 Faultier, aber das ist eh falsch. Drei Finger oder vier Zähne? Nein, hätte ich hier lieber vier Zähne. Ja, kommen zu den Merkmalen. Jetzt geht ab, Peter. Keine Kuh. Bereits die kleinen männlichen Küken üben die Besonderheit des Tieres. Die Besonderheit lese ich euch nicht vor. Steht hier drin, ganz groß markiert. Nicht vorlesen. Dank seinem scharfen Geruchs- und Gehörsinn wird das Tier in Indien oftmals als Alarmanlage oder Wettervorhersage genutzt. Okay. Die Zwergkuh. Ich erkläre euch jetzt, wie Weibchen aussehen. Rotbrauner Kopf mit bräunlichem Kamm. Jetzt die Männchen. Blau-metallisch schimmernde Krone. What? Ich
bin jetzt bei Enten gerade. Das ist ich wollte gerade drücken und wollte sagen, Hände, weißt du? Jetzt habe ich Haushuhn. Jetzt habe ich noch drei Lebensform, also drei Sachen über die Lebensform und danach ist geschlossen. Okay. Das Tier ist ortstreu. Oder ortstreu. Ich gehe mal von ortstreu aus. Tages- und dämmerungsaktiv. Und ein Bodenbewohner. What? Ich hab keine Ahnung. Das ist ein fucking Vogel, oder? Das war Indien und Ostasien oder so, was hast du gesagt, ne? Oder irgendwie Malaysia. Indien und oder so. Sri Lanka. Sri Lanka, Indien. Ja, okay. Ich gebe jetzt noch kurze Zeit, Buzzer-Überlegungszeit und danach schließe ich gleich. Also ich lese noch einmal schnell vor. Lebensraum Sri Lanka, Indien, Lebenserwartung über 20 Jahre, Feinde Tiger, Leopard, Ernährung Grassamen, Insekten, Früchte, kleine Säugetiere, Kriechtiere, Gewicht 2,7 bis 5,4 Kilogramm, Größe 95 bis 115 Zentimeter, Geschwindigkeit unbekannt, gefährdete Art, nö, Merkmale, bereits die kleinen männlichen Küken üben die Besonderheit des Tieres, dank seinem scharfen Geruchs- und Gehörsinn wird das Tier in Indien oftmals als Alarmanlage oder Wettervorhersage benutzt. Männchen sind blau-metallisch mit schimmernder Krone. Weibchen rotbrauner Kopf mit bräunlichem Kamm. Sie sind ortstreu, tages- und dämmerungsaktiv und Bodenbewohner. Ja, du darfst nicht mehr buzzern, Bram. Doch, jetzt rufen wir doch noch buzzern an, oder nicht? Und dann ich hatte es theoretisch noch nicht geschlossen, ehrlich gesagt. Hast du nicht gesagt, das ist schon geschlossen? Nein, ich habe gesagt, bevor ich schließe, lese ich euch jetzt noch einmal alles vor. Also ich musste bei rotbraun, rotbräunlich, musste ich an Habitat denken, also natürlich ein Habicht. Habicht ist leider falsch. Ich gehe frei in 3, 2, 1. Und dann nicht. Ich habe keine Ahnung, was blau metallisch schimmernd ist und man da als Alarm... Ich probiere auch noch was, komm. Komm, Peter. V. Oh, auch stark. Als du schon Faultier gesagt hast, dachte ich, Alter. Ein Faultier. V ist richtig. Was? Juhu! Die haben nur den scheiß Tiger als Feind. Die können doch nix, die Viecher, oder? Ja, okay, gut, aber die Besonderheit ist das Ratschlagen. Also die Küken machen schon das Ratschlagen. So. Also dieses, wenn die sich so aufstellen. Aber es gibt in Indien nichts anderes, was so ein V frisst, außer halt so Tiger. What? Ja. Okay. Das ist korrekt. Wie kann die Geschwindigkeit davon unbekannt sein? Das verstehe ich auch. Die sind doch nicht so schnell, dass man jetzt sagen könnte, das können wir nicht messen. Ja. Es steht jetzt 6 zu 7 zu 9. Also es ist echt eng. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Tier. Ja. Bevor wir dann in die Schätzfragenrunde gehen. Indy. Lebensraum des Tieres ist Amerika, Afrika, Europa und Australien. Entschuldigung, Australien. Also Asien nicht. Und Südamerika auch nicht. Ja, wo steht also Amerika? Nord, meinst du mit Amerika Nord und Südamerika vielleicht? Ja, also für mich ist das dann beides. Okay. Aber hilft euch sehr viel. Okay. Eigentlich hätten wir auch reinschreiben können, nicht Asien. Lebenserwartung 5 bis 30 Jahre. Wieso hat sich das denn nicht nach Asien ausgebreitet, aber nach fucking Australien? Die Feinde des Tieres sind Wegwespen, Hundertfüßer, Skorpione, Mangusten, Wanderameisen und Artgenossen. Jay, du hast vergessen zu sagen, was für Artgenossen das waren. Ja. Habe ich. Schade. Ernährung. Insekten, Skorpione, Tausendfüßer, Echsen, kleine Nagetiere und kranke Vögel. Oh, und eigentlich auch Artgenossen, ne? Kranke Vögel, wahrscheinlich, Alter. Dann. Gewicht bis zu 200 Gramm. Was? Gramm? Okay. Oh. Ich habe eine Frage. Also okay, mach du erst. Ja, Peter? Spinne.
Fuck, das wollte ich auch sagen. War diesmal zumindest nicht vorher gesagt, das muss die Schwalbe sein. Wenn du das jetzt aber noch schnell änderst... Genau, das wollte ich nämlich fragen. Dann gibt es ja die Möglichkeit, das noch zu spezifizieren. Spezifizieren Sie? Aha, frech. Vogelspinne. Fuck, das wäre auch mein... Gibt es in Europa Vogelspinnen? Das ist korrekt, das ist die Vogelspinne. Gibt es in Europa Vogelspinnen? Ja. Ist hier weg. Also wahrscheinlich irgendwo in Südeuropa oder sowas. Aber in Asien waren ja die anderen. Theoretisch gibt's das. Hier steht, die ganze Lexikon-Seite war voll mit Bildern und das war maximal ekelhaft. Ja, dreiteil nicht die Vogelspinne vor, Sven. Trichternetzspinne oder so. Oh ja, das wäre auch ein toller Tipp gewesen. Ihren Namen verdankt das Tier wahrscheinlich der berühmten Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian. Wisst ihr Bescheid? Das wäre der beste Tipp gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ja, sehr gut. Damit haben wir einen Zwischenstand von 6 Punkte Christian, 9 Punkte Bram und 10 Punkte Peter. Ihr habt jedes Mal tatsächlich die 3 Punkte abgesnickt. Das gab's noch nicht. Jetzt gibt's jeweils einen Punkt für jede richtige Antwort. Wir schätzen jetzt. Das heißt, ihr buzzert nicht mehr, ihr tippt ein. Wie viel Kilogramm kann ein Blauwal schwer werden? Boah. Bis zu wie viel? In KG, ja? Okay. In KG. Ein Blauwal. Nee, ein bisschen viel, oder? Ich glaube nicht. Aber kurz nochmal Eckdaten suchen zum Blauwal, während ihr da eintippt, ob ich da was finde. Warst du auch achtstellig, Christian? Heißt auf Lateinisch Balenoptera musculus. Nee, 6 habe ich nur. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit dem größten Lebewesen der Erde oder so ein Scheiß. Oh! Ist der Blauwal mit einer Körperlänge von und einer Körpermasse von ist der Blauwal das schwerste bekannte Tier der Erdgeschichte? Also zählt ein Dino nicht zur Erdgeschichte? Oh, stimmt. Vielleicht, ja, ist Dino vielleicht kein Tier? Schwerer. Du kannst doch im Wasser ein bisschen schwerer sein, ist ja nicht so schlimm, wenn du fett bist. Ja, aber ich dachte immer, dass es da so was Krasseres gegeben hätte als ein Blauwal. Genau, das ist im Wasser. So ein riesen Vieh. Oh, keine Ahnung. Ja, ihr habt getippt, ja? Seid ihr zufrieden mit euren Tipps? Ja. Gucken wir mal. Sag ich dir gleich. Okay. Dann Peter hat 15.000 Kilogramm. Christian 20.000 Kilogramm. Und Bram 40.000 Kilogramm. Oh, scheiße, Alter. Das ist sehr, sehr eng bei euch. Ja, zumindest, ich freue mich immer, wenn ich bei solchen Fragen nicht so komplett am Arsch falsch bin, sondern so ungefähr ähnlich wie die anderen. 200 Tonnen oder so. Ich hätte erst 350 Tonnen. 200 Tonnen wäre die absolut glasklar richtige Antwort gewesen. Geil, dann hat Bram gewonnen. Bram kriegt den Punkt. Es sind 200.000 Kilogramm kann das Tier schwer werden. Alter, okay. Dann bin ich ja doch recht weit weg. Was für eine Waage hatten die, um das zu messen? Möchte ich ja nicht. Ich glaube, es handelt sich dabei um Schätzungen. Bin mir aber auch nicht so sicher. Also 200 Tonnen, habe ich das gerade richtig verstanden, ja? Das sind 200... 1000 G-Klassen. 200. Ist nicht so klein. Die du nebeneinander oder übereinander stellst. What the fuck? Als Blauwal geformt, Peter. Ja. Der größte nach wissenschaftlichen Methoden vermessene Blauwal kam auf 33,6 Meter. 1922. Mhm. Was war die wissenschaftliche Methode? Maßband. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. So, die nächste Frage ist, in den Sommermonaten, das ist gar keine Frage, das ist eine Aussage. In den Sommermonaten vertilgt ein Blauwal schätzungsweise 40 Millionen Kleinkrebse pro Tag. Das sind etwa 3000 Kilogramm. So, nächste Frage ist, wie lange schläft ein Löwe pro Tag? In Tagen. Ihr könnt es mal auch in Minuten eingeben, wenn ihr möchtet. Dann rechne ich um. Hier steht meine Zahl in Stunden.
Wie viel der pro Tag? Tja, wo ist der Unterschied zwischen Schlafen und Dösen? Das wird bestimmt ein Wissenschaftler mal definiert haben, mit wissenschaftlichen Methoden zu messen. Ja, aber meinst du, Dösen zählt zu schlafen? Wird dir der Wissenschaftler sagen? Wahrscheinlich nicht. Wie lange schläft ein Löwe pro Tag? Ein Tipp, ein Tag hat 24 Stunden. Fuck you. Männlich oder weiblich? War nicht die Weibchen über die Jäger? Da steht nicht dran. Und der Männchen kommt dann irgendwann mal? Zum Bumsen. Wie lange kann irgendein Löwe, oder wie lange schläft irgendein Löwe unabhängig des Geschlechts, keine Ahnung, pro Tag? Schlafen, wie lange kann der schlafen? Ne, nicht wie lange kann, sondern wie lange schläft er in der Regel. Okay, ihr seid zufrieden mit euren Tipps? Also kommt es immer drauf an, ne? Bla bla bla. Aber ihr habt alle was eingetippt, deswegen wollte ich fragen, ob ihr noch das was ändern wollt. Das ist meine finale Antwort, ja. Geil. Gut, dann fangen wir wieder mit dem Kleinsten an. Peter sagt 3 Stunden. Dennis sagt 16 Stunden. Oh, scheiße. Und Christian 18 Stunden. Fuck, die schlafen doch so viel, oder? Das heißt, wir haben einmal das Maximum, dass ein Tier sehr lange schläft und ein Tier sehr wenig schläft. Die richtige Antwort sind 20 Stunden. Yay. Damit kriegt Christian einen Punkt. Kann man so produktiv sein? Na gut, der... Also, der daut. Der ich glaube, halt, es handelt sich dabei auch um einen männlichen Löwen. Ja. Ich meine, wenn reicht, ne? Warum? Jetzt gibt's nochmal wunderbar eine weitere Schätzfrage, und zwar, wie viele Insektenarten gibt es schätzungsweise in Deutschland? Das ist simpel, das ist Common Knowledge, Peter. Insekten. Ich meine, es ist, glaube ich, auch nur schätzungsweise möglich, denn... Mit wissenschaftlichen Methoden gezählt. Schon irgendwo mal gesehen vielleicht, keine Ahnung. Dann stirbt ein Tier aus, dann entwickelt sich evolutionär eins weiter. Es ändert sich immer mal wieder. Also, wie viele Insektenarten gibt es schätzungsweise in Deutschland? Ja, das kann ja Stubenfliege, nicht. Schmeißfliege, Biene. Oder? Ja, wahrscheinlich gibt es noch mehrere Bienen. Erdhummel. Feldhummel. Gibt viele. Grashüpfer. Hast du gerade Pferdhummel gesagt? Erdhummel. Also ich glaube, es gibt Erdhummel. Vielleicht gibt es auch eine Pferdhummel. Ja, vielleicht gibt es auch eine Pferdhummel. Kam letztens, als ich draußen war, weißt du, da kam immer so ein kleines... Da ist wieder die Pferdhummel. Okay... Will irgendeiner noch seine Tipps ändern? Nee. Gut. Ich hab keine Ahnung. Dann haben wir ich hab auch keine Christian mit 5000 Insektenarten. Peter mit 130.000 Insektenarten. Okay. Und Bram mit 81 Millionen verschiedenen Insektenarten. Es gibt so viele Insektenarten wie Menschen. Menschen, ne? Okay. Ja. Krass. Ich hab keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nur gelacht, weil ich mir gerade so ein Buch vorgestellt habe, in dem 81 Millionen Insekten drinstehen. Aber vielleicht ist das ja richtig. Keine Ahnung. Der Punkt geht an... Ich wollte einmal geil nochmal bongen. Geil. Jetzt hast du gebongt. Ja. Geil. Bongen ist immer super. Christian! 33.000 wäre die richtige Antwort gewesen. Ah, okay. Nehme ich. Sehr schön. Und zwar auch noch sehr weit weg, aber... Damit werden jetzt noch, also das könnte jetzt crazy werden, wenn Christian jetzt beide Bilderrätsel errät, hätten wir einen Zwischenstand und einen Endpunktestand von 10, 10, 10. Gib mir Mühe. Wie funktioniert das nochmal mit den Bildern? Ihr guckt euch das jetzt an, das ist quasi ein Bilderrätsel, wie bei, was ist denn das? Ja. Und ihr müsst buzzern. Gib okay, wir müssen buzzern. Schwalbe oder Antworten. Vogel? Das ist die beste Frage. Naja, also... Also, ihr werdet das schon sehen. Okay. Also. Okay. Kannst du jetzt mir nicht Säugetier nennen? Ja, nee, aber ne, 14 Faultier oder 3 Finger Faultier ist jetzt schon schwierig. Ja, mir reicht. Ihr werdet das schon hinkriegen. Okay.
Und wir starten mit dem ersten Tier. Seh nix. Hütchen. Ihr müsstet jetzt was sehen. Ja, es lädt sich noch nicht los. Es lädt rein. Hallo! Na, das Video heißt so wie der Tier. Aha, okay. Guck an. Tier 1, MP4. Genau, Tier 1 würde mir nicht reichen. Okay. Da steht's. Na? Oh! Christian. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dieses orangene Auge, sowas haben doch immer Eulen, oder? Das ist eine Eule. Ich cliffhanger das kurz. Nee, ist richtig. Okay. Ich bin kurz an der Tür. Cliffhanger das kurz. Nee, ist richtig. Alter, der Bait! Aber ja, der Bait war schon krass. Ich cliffhanger das kurz, hab ich mir schon gedacht, boah, nee, komm. Alter, aber Eule war krass. Holy shit, ey, richtig schnell gecheckt. Ich war bei Schmetterling. So ein schöner Schmetterling. Wir lösen auf. Ist eine Eule. Ich hätte es noch nicht gecheckt. Hä? Oh, jetzt, jo, stimmt. Ja. Dieser unzufriedene Blick, der kam da rechts schon durch. Da ist sie. Die Eule. Damit steht es jetzt tatsächlich 9-10. What the fuck, das wäre wirklich... Jeder kann jetzt noch gewinnen. Echt, gibt's noch zwei Tiere? Jeder kann letzter werden. Das gab's noch nie. Moment, es gibt nur noch ein Tier. Es gibt nur noch ein Tier. Also du kannst noch jeder kann auch gewinnen, aber dann jeder kann alleine. Ja. Okay, das nächste Tier ist. Naja, das letzte erstmal, oder? Ja, oh, das ist der beschissenste immer. Ja. Es dreht sich. Man sieht nix. Oh, man sieht nix. Was ist das für ein Einhorn? Einhorn! Man sieht aber nix! Ja? Ja? Ich probier einfach ein Pferd! Was? Was ist denn da für ein Stummelschwanz? Falsche Antwort! Nein. Ich gebe frei. Das heißt, wenn drei, ich jetzt nicht mehr 2, 1. Okay. Peter, jetzt hast du das perfekte Ergebnis kaputt gemacht. Tut mir leid, ich war aufgeregt. Ich drücke Play. Ich hab noch gar nicht Schummelschwanz, vielleicht hat der Kopf. 2, 1. Komm schon. Oh, nein, ich war zu langsam. Christian. Oh, das ist ein Hirsch. Das ist korrekt. Ich hasse alles. Yes. Peter, das wäre das perfekte Ergebnis gewesen. Und du hast es verkackt. Ich meine, das passt halt zum Setting auch. Oh, Pferd, Alter, wie dumm. Pferd, ich probier's. Pferd. Ich dachte wenigstens Elch, Reh oder Hirsch. Ja, da kam aber gerade erst der Schwanz. Aber der Pferd aus. So gut. Sehr schön. Ja, damit haben wir einen Endpunktestand von 11 Punkte Christian, 11 Punkte Bram und 10 Punkte Peter. Gelassen. Danke. Jeder konnte noch gewinnen und jeder konnte verlieren. Ja, war super. Das war wieder das wunderbare Tipp. Das war sehr spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Christian, ich bin beim Golfen übrigens für GoPro am Golfball. Wir benutzen GoPros als Golfbälle. Wir brauchen gar keinen Golfball. Wir schlagen einfach GoPros. Alter, die Shots, die sind bestimmt geil.